Je vous écoute. J'ai besoin de votre aide. Il s'agit de Georgette. L'objet n'est pas le nom. Vous êtes détective. Retrouvez Georgette. C'est la fin de l'après-midi. Vers le bois.
Alles hatte mit diesem Traum begonnen. Ich hatte in der Nacht geträumt, konnte mich aber nicht erinnern. Das Einzige, was mir geblieben war, waren ein paar Worte, tote Blätter. Später las ich in der Zeitung von dieser verschwundenen Frau. Ich erinnere mich, denn ich hatte dabei so ein eigenartiges Gefühl, als ob die Worte lebendig wären. Ich glaube nicht an Zufälle, vom Berufes wegen. Es war ein Tag wie irgendein anderer, außer dass ich dieses Flugobjekt gefunden hatte.
Sprechen Sie. Ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um Georgette. Das Objekt ist nicht sein Name. Ich weiß, aber Georgette wird vermisst. Sie ist tot. Nein. Warum denken Sie das? Ich kann mich nicht erinnern. Erinnern Sie sich. Sie sind Detektiv. Finden Sie Georgette. Wo kann ich Sie erreichen? Bei mir. Ich bin da. Ich werde anrufen. Objet. Mort. Es war ein Auftrag wie irgendein anderer. Man hatte mir einen Namen gegeben und ich sollte die Person dazu finden. Es war meine Arbeit, Spuren zu verfolgen. Spuren gibt es immer, oft da, wo man sie gar nicht vermutet. Ich brauchte ihnen bloß zu folgen, wie der Flugbahn eines Körpers. Irgendwo würde ich diesen Körper treffen und ihm seinen Namen geben. Jeder Fall hat seine Logik. Und es kommt nur darauf an, wo man beginnt. Wenn ich mich bloß an diesen Traum hätte erinnern können. Thank you.
Hallo? Hallo? Hallo?
Hallo? Ciel, bois, mort, temps, rêve, bois, mort, femme, ni mémoire. Ni femme, mort, rêve, temps, passé. Das Ende des Nachmittags. Eine Frau nähert sich dem Wald. Ihr helles Kleid scheint einen Schimmer des zu Ende gehenden Tages zu tragen. Sie dringt in den Wald ein. Er ist in Dämmerung gehüllt. Die Stämme und Äste reflektieren die letzten Strahlen des verglimmenden Lichts. Die Frau schreitet langsam voran. Plötzlich zögert sie, hält an und legt sich auf ein Bett aus toten Blättern. Sie liegt unbewegt, umgeben von den Schatten des Waldes. In der Ferne hört man rufen, einen Namen, den Namen einer Frau, Georgette. Thank you.
ein Bett aus toten Blättern. Sie liegt ganz still, als wäre sie erschöpft. Ihre weit offenen Augen fixieren einen Ast, der von einem riesenhaften Baum an ein paar Fasern zurückgehalten wird. Das helle Kleid verrät den Körper einer Frau. Neben ihrer Hand liegt ein Objekt, das ihr beim Hinlegen entfallen sein muss. Der Wald ist voller Geheimnisse. Der Mond tritt hinter einer Wolke hervor und gleitet über das Antlitz der regungslos daliegenden Frau. Man hört gedämpfte Geräusche. Sichtbare, aber unbegreifliche Schatten bewegen sich zwischen den schwarzen Stämmen. Ein Vogel fliegt auf. Ein Schrei. In der Ferne hört man rufen, den Namen einer Frau. Georgette. Ich war angekommen, da, wo jede Ungewissheit weicht wie der Tag der Nacht. Ich hatte Georgette gefunden. Das war das Ende, dachte ich.
Objet. Nuit. Non. Feuille. Plume. Jour. Vol. Feuille. Femme. Bois. Mort. Da war ich wieder, noch einmal entkommen. Etwas hatte mich ergriffen, eine ungeheure Kraft. Es war, als ob ich selber auf die Flugbahn geraten wäre. Georgette war tot. Ich wusste es. Von Anfang an, nicht in der Art einer Eingebung, sondern vielmehr wie eine Erinnerung. Ich erinnerte mich an den Tod von Georgette, als wäre ich dabei gewesen. All das ergab keinen Sinn. Irgendwie war ich in diesem Fall hängen geblieben oder zu weit gegangen. Jedenfalls gab es kein Zurück mehr.
Die Auflösung eines Verbrechens ist so einfach wie die Berechnung einer Flugbahn. Entscheidend ist die Fluchtgeschwindigkeit. Ist diese Fliehkraft kleiner als die Anziehungskraft der Erde, so fällt der Körper unweigerlich auf die Erde zurück. Tritt dieser Fall ein, so ist es gleichzeitig die Lösung des Falles.
de feu. Ma voix au bois, au foie. Ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um Georgette. Das Objekt ist nicht sein Name. Ich weiß, aber Georgette wird vermisst. Sie ist tot. Nein. Warum denken Sie das? Ich kann mich nicht erinnern. Erinnern Sie sich. Sie sind Detektiv. Finden Sie Georgette. Bei mir. Ich bin da. Ich werde anrufen. Thank you.
Es war ein Tag wie irgendein anderer, außer dass ich...
Thank you.